Also was denn? Grüße dich. Wie geht's? Hey Leute, und was geht ab bei Inside PyroWeb? Wir sind hier heute in Polen unterwegs bei Pyromax beim Vorschießen 2019. Neben mir steht der Sebastian. Du bist der Vertriebler für Deutschland. Und was genau? Was machst du bei Pyromax? Also ich beschäftige mich bei Pyromax mit den deutschen Kunden. Also ich betreue die. Entsprechend kümmere ich mich natürlich um die Produktion, die angepasst werden muss an den deutschen Markt, auch an den österreichischen, also beschäftige mich allgemein mit deutschsprachigen Kunden. Ja, und das sind dann halt Labels, Beschreibungen, da müssen wir auch die BAM beachten, alle anderen Vorschriften, die halt nötig sind, um auf eurem Markt sozusagen Produkte zu verkaufen. Ja. Genau. Wir sind heute auch schon mit dir länger unterwegs gewesen. Wir waren auch bereits schon auf einem Abbrenner, den wir jetzt einmal in den Schnittbildern sehen können. Und wir haben gesehen, dass ihr mit Lone Star zusammenarbeitet. Wie kommt das, dass ein polnisches Unternehmen mit einem deutschen Unternehmen nun kooperiert? Also das ist eine schon lange Zusammenarbeit, die seitdem Pyromax entstanden ist, existiert. Wir kannten die auch schon früher, die haben auch auf dem deutschen Markt sehr unterstützt. Mhm. Ja, und jetzt, da wir in diesem Jahr F4-Produkte auf den Markt bringen, also als super Neuheit bei uns, möchten die uns entgegenkommen und auch unterstützen. Mhm. Und wir machen halt so eine Produktzusammenfassung aus unseren und ihren Produkten, um auch eventuell den Reiz in Polen von den deutschen Produkten mal hier ein bisschen zu kitzeln, ja, hochzusteigern und so. Ja, jetzt waren wir schon bei CAT4. Heute schauen wir uns aber erstmal Produkte von CAT2 an. Ihr habt dieses Jahr Neuheiten rausgebracht im Silent-Bereich, also leises Feuerwerk. Was genau hat das damit auf sich und was hat euch dazu bewegt, Silent-Feuerwerk rauszubringen? Also vor allem, ja, der Markt verlangt das sozusagen. Das ist ein großes Problem auch bei uns in Polen, also nicht nur in anderen europäischen Ländern. Ja, und da wir keins hatten, wollten wir da ein bisschen so eine große Reihe auch endlich mal auf den Markt bringen. Da sind auch ein paar feine Produkte dabei, die wir auch sehr empfehlen. Die werden aber auch für Deutschland vorbereitet. Mhm. Das heißt, für das nächste Jahr, auf Silvester 2020, werden wir die Produkte anbieten können. Ja, für dieses Jahr ist es noch für unseren Markt bedürftig. Liegt auch daran, dass wir auch entsprechende Unterlagen noch arrangieren müssen, um das auch legal zu verkaufen. Genau, jetzt nimmst du die eine Frage schon vorweg, die wollte ich nämlich zum Anfang nochmal oder zum Ende nochmal stellen. Die F2-Produkte, werdet ihr, die heute hier vorgestellt werden, nicht direkt dieses Jahr präsentieren bei uns, sondern die werdet ihr erst nächstes Jahr bei uns auf den Markt bringen. Genau. Du hattest gerade schon gesagt, was animiert euch dazu? Genau, also das ist auch so ein Ding, also wir möchten, dass unsere Kunden entsprechend auch die Zeit haben, es zu vermarkten, also den Kunden auch eine Chance zu geben, das jetzt früher zu bestellen, nicht nur jetzt zwei Monate vor dem Silvester. Ja, und da planen wir im Januar auf der Spielwarenmesse das Angebot unseren Vertreibern in die Hand zu drücken und mal schauen, wie das ankommt. Ja? Wir sind auch gespannt. Wir werden, wie auch nochmal die Eselsbrücke zu bringen, wir werden heute F2-Produkte sehen. Was sind denn deine Top 3 der besten F2-Produkte, die ihr auf dem Markt derzeit habt? Also ich sag's mal so, von den leisen Feuerwerken, Lutra und Velpus. Das sind dann die vorletzten Positionen, die dann gezeigt werden. Und so etwas vielleicht nicht typisches, Red Ghost. Okay. Ja, das wird auch heute präsentiert. Das würde ich mal kurz auch beachten. Ja. Ansonsten ist alles super. Ja. Also, dass sich irgendwas auszuwählen, das ist sehr schwer. Ja. Ja. Das kann ich mal. Das stimmt allerdings. Leute, wir sind gespannt auf die Produkte, die heute Abend vorgestellt werden. Sebastian, ich danke dir schon mal für die Minuten, die du opfern konntest. Und wir sind gespannt. Ihr habt Einzelheiten schon im Video gesehen, auch einzelne Schnittbilder von den Produkten, wie sie ausschauen. Und dann schauen wir uns jetzt mal die 3 besten Produkte von Sebastian im Schnitt an. Viel Spaß dabei und bis Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Number 93, 35 shots, 30 millimeters, Pandemia.
Number 100, 153 shots, 25 millimeters Mauser. Pyroweb.de. Feuerwerk. Das ganze Jahr.